Hallo und tja, also eigentlich könnte ich ja mal so nach knapp 1500 Videos die Begrüßung verändern, oder? Ich sag immer das Gleiche. Ich meine, klar, das macht ja so ein Kanal aus. Corporate Identity, ja? So dieses Jacksepticeye, wo er da immer dieses Pichu mit seiner Hand und so, ja, das kennt man ja, ne? So, aber nee, eigentlich, keine Ahnung. Hallo Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hallo, ich bin Chris und ihr seid hier auf dem Kanal Fellpower, der eigentlich überhaupt nicht zu dem passt, was ich tue. Denn ich heiße ja Fellpower, weil ich ein Gesichtsfell habe, wie ihr ja wahrscheinlich wisst oder nicht, aber jetzt wisst das. Und naja, keine Ahnung, oft kopiert nie erreicht, der Chrissy. Und Alter, erzähl einen Scheiß hier. Nein, aber was wollte ich sagen? Ja, und mit dem Namen Fellpower, das hat mich nämlich ein Zuschauer gefragt. Chrissy, warum heißt du eigentlich Fellpower? Warum heißt du nicht The German Station News Channel oder The German Electronic Channel oder warum heißt du nicht Electronic German Lifehack oder warum heißt du nicht Electronic German Repair Channel? Warum heißt du Fellpower? Naja, weil die anderen alle schon so doofe Namen haben. Und da habe ich mir gedacht, dann nimmst du nicht einen doofen Namen, sondern nennst dich einfach bei deinem Pseudonym. Wie gesagt, wurde auch oft kopiert. Also nicht alles, was von Fellpower kommt, ist auch von mir. Ja, aber das ist er, ja, und das ist der Kanal. So, jetzt habe ich damit aufgeräumt und jetzt erzähle ich nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu Station News auf dem Mars EP2. Aber das habe ich jetzt gesagt, jetzt wisst ihr das, wir sind auf dem Mars. Immer noch. So, unserem Flenskin geht's eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Ich habe aber immer noch den blöden Anzug an. Und Oxygen ist low. Und da fragt ihr euch dann, was? Wieso ist ein Oxygen low? Naja, wir wissen ja, warum Oxygen low ist, weil Chrissy hat ja hier draußen die Oxygen-Filtration angemacht und die ist natürlich doof. Ja, die hat jetzt hier gefiltert, bis kein Sauerstoff mehr da war. Aber das werden wir heute machen. Wir werden heute mal hier den Oxygenator, den werden wir auf jeden Fall mal schlau machen. Dazu würde ich gern einen tatsächlich separaten Sensor nehmen, weil sonst nämlich das Problem hier bestünde, dass der Gerät, also ich dachte, wir gucken ja auf den Input. Ja, ist an dem Input Sauerstoff, dann filtere. Problem ist, sackt er das ein, saugt er das rein, ist hier kein Sauerstoff mehr, geht er wieder aus. Dann ist wieder Sauerstoff da, geht er wieder an. Ne? Also machen wir ein extra Sensorius. Haben wir eigentlich einen extra Sensor schon in unserem Greenhouse? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, wir hatten noch keinen Sensor im Greenhouse, weil wir brauchten ja noch keinen. Aber den können wir nämlich verwenden, um auch dann die Atmosphäre hier drinnen schön zu machen. Also wir haben ja nur die beiden Lichtapparillos hier. Und wir kicken noch mal, was die Lampen jetzt hier... Ich habe ja die ein bisschen runtergedreht, die Kartoffeln. Die sind jetzt bei 9% Stress. Das ist schon weniger. Okay, ups. Und die sind bei... Ein Dark Defizient. Ja, die wollen es dunkler haben. Das ist nämlich das Problem. Das ist denen hier zu hell, den Hoshis. Also, nehmen wir hier mal noch ein bisschen mehr Licht raus. Ich würde sagen, wir nehmen mal. Ja, was machen wir? Wir müssen ja eigentlich. Machen wir mal 8 Minuten. Oder machen wir mal 5. So. Denen ist es zu hell. Die haben ein Dunkelheitsdefizit. Die wollen gerne im Dunkeln munkeln. Also. Also mal gucken. Sind die schon bloß noch bei 44%? Das ist schlecht. Und wir müssen das Lichtapparat hier gleich, wenn jetzt die Sonne untergegangen ist, starten wir diesen ganzen Timer einmal neu. Aber dann geht gleich das Licht an. Das ist eigentlich blöd. Also machen wir den mal aus. Dann macht der nämlich jetzt kein Licht an. Und jetzt prüfen wir mal hier, ob die. Ja, jetzt hatte Darkness Effizienz ist da. Jetzt müsste der Illumination Stress auch runtergehen. Und das ist das, was wir den Pflanzen jetzt gönnen wollen. Ja, also wir können natürlich die Hellphase ein bisschen runternehmen. Das ist aber eigentlich Quark. Wir müssen auch die Dunkelphase weiter runternehmen. Weiter hochnehmen. Die brauchen mehr Dunkelheit. Ja. Also ich sag mal, stellen wir mal hier auf 10 Minuten dunkel und 5 Minuten hell. Das ist aber eigentlich total Quatsch, weil Sojabohnen haben ja eigentlich eine feste Zeit. Aber irgendwie scheint das mit dem Tageslicht nicht zu funktionieren. Licht per Day, Darkness per Day. Also, ja. Da wäre jetzt aber auch die Frage,
wir können ja diese Werte nicht auslesen. Selbst wenn wir jetzt hier so einen Kasten nehmen und den auf Automatik stellen, man kann ja den, kann man ja ein Draht dran bauen, ja, dann kann ich, glaube ich, aber nicht den Lichteffizienz der Pflanze auslesen. Aber bevor ich euch hier Blödsinn erzähle, Hydroponic, wie heißt das Ding? Hydroponics Device heißt das, glaube ich, ne? Das ist dann das Device, genau. So, und da können wir, was können wir da auslesen? Wir können lesen, Pressure, Temperature, Ratio Oxygen, Carbon, Nitrogen, Pollutant, Volatiles, Water, Moles, Nitrous Oxide, Prefabrication, Combustion, Reference ID. Das heißt, wir können aus dem Ding nicht auslesen, ob, wie es der Pflanze geht. Ja, also hier steht nur irgendwie Occupied Effizienz. Ja, das ist die Frage. Welche Effizienz? Also in den Logik-Slots steht hier nichts drin. Hier steht nur Quantity, Damage, Class, Growth, Health, Major, Seeding. Also es steht nicht wirklich, also ich kann die Pflanze nicht direkt auslesen. Also naja, das stimmt nicht ganz. Also Health könnte man auslesen, ja, dann wüsste man ja auch, wie es der Pflanze geht. Aber dann ist die Frage, warum? Also was muss ich tun, damit es der Pflanze wieder besser geht? Das weiß ich ja in dem Moment gar nicht. Ja. 62%. Also Breathing ist okay, Temperature ist super, Pressure ist super. Lichteffizienz 63%. Die hat jetzt also tatsächlich Illumination Stress gehabt. Sie brauchte mehr Dunkelheit. Und natürlich, wenn wir sie am Tage voll bescheinen, die Lampe, die Pflanze, und dann noch die Sonne scheint, ist ja klar, dass wir da Probleme haben. Also müsste eigentlich in der Nacht das Ganze ein bisschen verbessert werden. Ja, jetzt habe ich natürlich hier die Geschichte komplett verstellt. Ja, das ist natürlich total bescheuert. Wir gucken jetzt nochmal bei der Sojabohne. Die braucht 10 Licht, 5 Darkness. So, 10 Licht, 5 Darkness können wir ja nicht machen, können wir nicht abbilden, weil wir ja noch das Sonnenlicht von draußen haben. Nicht wahr? So, die eine will nicht, die andere will auch nicht. Ja, das ist... Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Machen wir tagsüber gar kein Licht? Das heißt, nehmen wir den machen wir hier einen Sleep Timer rein. Solange wie die Sonne noch da ist, machen wir keine Beleuchtung und machen die Beleuchtung nur, wenn die Sonne weg ist. Könnte man machen. Aber den hier, die drehen hier voll auf. Aber die haben jetzt schon wieder 10%. Weil sie wahrscheinlich eben Lichteffizienz 150% haben, aber die muckeln sich so eh hin. Ja, also ich würde sagen, wir können ja hier denen vielleicht auch nochmal 5 Minuten Dunkelzeit geben. Und die haben jetzt bloß noch 3 Minuten Hellzeit. Das ist ja nun schon gar nichts mehr. Weil ich glaube, Kartoffeln können wir auch so einfach wachsen lassen. Das machen die auch bei diesem Marsumlauf hier. Ja. Ich gucke mir jetzt mal die Pflanzen hier an, wie die sich so verhalten, wenn wir jetzt gar nichts mehr machen mit Sachen Licht. Wir gucken uns die jetzt mal ein paar Tage an. Ja, weil das ist jetzt hier, ich habe den jetzt mal ausgeknipst hier. Und wir hatten Sojabohne 10,5. Ja. Dann stellen wir das nochmal ein hier, 10,5, damit wir das nicht irgendwie vertüdeln. 10,5. So. Wir gucken uns die gleich mal an. Was wir jetzt erstmal machen, wir bauen uns jetzt erstmal einen granatenstarken IC10-Chip. Und vorher legen wir mal hier den Fußboden wieder aus. Einfach, weil wir ja hier jetzt schon fertig sind mit Basteln. Granatenstark! So, und 3 Stück. Dann hatten wir hier 1, 2, 3. So, Granatenstock. So, und jetzt nehmen wir mal hier den ganzen Scheiß hier raus. Den Filter nehmen wir auch mal raus. Die Rohre nehmen wir raus. Den Tracker behalten wir mal. Und die Kabel behalten wir auch. So, den können wir auch mal raus tun. Der ist ja auch schon leer. Und hier haben wir noch einen CO2-Filter. Den können wir noch verwenden. Der ist zwar vom Filter da hinten. Von dem da. Aber das ist egal. So, okay. Wir bauen jetzt einen granatenstarken IC10. Ich glaube, den können wir gar nicht bauen, weil uns Material fehlt. Aber wir werden sehen, ob das so ist. Ne, können wir bauen. Was haben wir denn hier eigentlich alles drin? Kupfer haben wir gar keins mehr. Stahl haben wir gar keins mehr. Gold und Eisen haben wir gar nicht mehr. Hier haben wir gar nichts mehr. Hier haben wir
Hier war noch was. Ich habe es gerade gesehen. Da. Oh, Stahl, Silizium, Kupfer. Kupfer ist ein Thema. Auf jeden Fall Eisen und Gold. Ja, Gold geht noch, aber Eisen und Kupfer ist ein Thema. Verspreche ich, nächste Folge. Jetzt haben wir natürlich da drin ein bisschen Problem. Wir haben da drin ein bisschen wenig Sauerstoff. Könnten wir jetzt einfach Oxide nehmen. Ja, und das werden wir jetzt auch machen. Wir nehmen mal hier ein bisschen Oxide raus. Nee, nicht so. So? Nee, sehe auch nicht. Na, ist egal. Wir nehmen jetzt hier mal ein bisschen Oxide raus in unseren Mining-Gürtel. Nee, das nicht. Das ist das Falsche. So, zup. Ach, ich glaube, wir haben ja auch kein Oxide mehr, ne? Doch, wir haben noch ein bisschen Oxide im Mining-Gürtel. Den nehmen wir jetzt mal mit. Ja. Oh, hier war noch Gold drin. Das können wir ja auch noch. Hier ist doch die C10. Mann, das ist ja doch Chrissy, den du gerade gedruckt hast. So blöd, Mann. Ja, ich weiß doch. Ich wollte ja nur so. Ich wollte ja nur so tun, als bin ich wieder verwirrt. Ja, so, was sagt ihr immer zu mir? Ihr sagt ja immer sowas. Ich bin total verwirrt. 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 So, gucken wir mal hier. 22%. Gucken wir mal. 1, 2, 3. So, was haben wir? 24%. Jetzt können wir den Hahn aufmachen. Ja, 24% reichen. Sehr schön. Jetzt ist da drin natürlich ein bisschen kalt drin geworden, aber es macht nichts. So, schwupps. So, haben wir denn Sojabohnen zum Ernten? Nee, haben wir nicht. Da haben wir hier noch was im Kühlschrank. Ja, eine Bratkartoffel haben wir noch. Komm, die können wir noch essen hier. Dann ist er weg. Oh, Tür zu. Was haben wir hier? 2% Schaden. Sehr schön. Ist so geil, wie der Kühlschrank zugeht. Ja, dieses Geräusch. Achtung. Das haben sie schon echt gut gemacht. Das muss man ja einfach mal so sagen. So, wir essen mal noch Pommes hier, damit wir ein bisschen Bonus kriegen. Achso, ja. Man sollte den auch anmachen. Ich hatte den, glaube ich, ausgemacht wegen Batteriesparen. Weil ich glaube nämlich da, die Batterien sehen nämlich nicht mehr so gut aus. Ich weiß nicht, wer uns hier jetzt gerade die Haare vom Kopf frisst. Also da muss da irgendwas kaputt sein da draußen. Na, ist egal. IC10. So, wir setzen uns mal hier die Kopflampe auf. Wir nehmen mal hier unseren Mining-Gürtel weg und schmeißen mal unseren Anzug auch hier rein. Ja, den können wir auch einfach wegwerfen. Das ist auch okay. So, und jetzt checken wir nochmal die Lage. Achso, wir wollten ja noch einen Sensor bauen. Ah, verdammt. Aber ist egal, den können wir ja ändern. Den können wir ja noch ändern. So, okay, dann machen wir einen Sauerstofffilter. Ich habe ja schon einen Sauerstofffilter, das heißt, den können wir ja eigentlich verwenden. Wir gucken uns den mal an. O2-Filter Titan, war das der? Oh, habe ich das schon gespeichert? Warte. Habe ich das schon gespeichert? Temperature Sum. Was ist denn das? Maxdruck, Mintemp. Das ist der Mintemp, Maxdruck. Das ist der CO2-Filter auf dem Mond. Genau, den auf dem Mars. Den speichern wir nochmal. So, und jetzt können wir den laden. O2-Filter Titan. Mal gucken, was ich da gebaut habe. Das ist der Filter. Das ist der Tank. Das ist der Pressure-Regulator. Habe ich da einen Pressure-Regulator gemacht? Die Fine Mole 5000. 299,15. Wir lesen aus dem Tank. Ach so, das ist ja diese CO2-Geschichte. Das ist ja gar kein CO2. Das ist ja Tank-CO2 hier. CO2-Filter. Wo ist denn mein... Nochmal. Nee, das ist irgendwie, das ist der nicht. Titan, okay. Meh, das kann ja nicht sein. Was haben wir hier? Mond. Ach, das ist der andere Filter, genau. Aber ich hatte doch mal so einen schönen Sauerstofffilter gebaut. Wo ist denn der? Titan Greenhouse. Wir gucken mal, was das ist. Temperature Sum, Heater on, Heater off. Nee, das ist es nicht. Stackpoint Tutorial. Ein Chip selektiver Filter. Ah, die Geschichte, ja, das war auch schön. Ja, das war auch schön. Mit dem selektiven Filter, ja. Der Destroyer. Der Destroyer, was habe ich denn da hier geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. City-Filter, Schnellschleuse. Gasmixer mit Mol-LED. Gasmixer Hotgas. Gasmixer, Zentrifuge, Solar. Den habe ich wahrscheinlich gar nicht abgespeichert. Den Code. Naja, dann machen wir den neu. Das ist ja kein Ding. Okay, machen wir neu. Okay, dann machen wir jetzt mal hier. Alias Filter
Ja, jetzt müssen wir hier. F1 geht wieder nicht. Ach, das ist alles. Das ist. Filtration. 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 Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Kit nehmen, sondern die Filtration. Hammer. Edit. Filter haben wir. So. Alias Sensor. Da nehmen wir den Gassensor, aber da schreiben wir jetzt mal hin. Da schreiben wir nicht Sensor hin, sondern GS-Sensor. Dann wissen wir, dass das der Gassensor ist. Auch den müssen wir jetzt wieder fischen hier. Mann, falsche Taste direkt. So. Der Gassensor. Das ist dann der. Da dürfen wir auch wieder nicht das Kit nehmen. Müssen wir aufpassen, weil das Kit ist nicht das, was nachher der Sensor ist. So, das ist unser Gassensor. Ja, dann machen wir Max. Oh ja, warte mal. Ja, wir machen das mit Prozenten. Wir nennen das mal Define Max O2. Max O2. Was haben wir jetzt gerade für einen Sauerstoffwert hier drin? Moment, wo ist mein Tablet? Hier. Das soll ich ja nicht immer in der Hand halten, habt ihr gesagt. 24% machen wir. 25. 25%. Machen wir hier 25 in Prozent. Ne? Ja, in Prozent. 25%. Können wir denn das überhaupt auslesen aus dem Gassensor? Das ist die Frage. Wir können sagen Ratio Oxygen. Ne? Genau, Ratio Oxygen. Das müsste ja dann 0,3 sein. 0,25. Okay, also ist das ja in Prozent. Genau. Das ist dann 0,25, also Punkt 25. Ja, das sind, schreiben wir mal hier hin, 25% Sauerstoff. So, Hammer. Dann machen wir unseren Loop. Nein, falsche Stelle. So, machen wir unseren Loop. So, wir machen erstmal Nils. Das habe ich nämlich bei den anderen Codes immer vergessen. Aber ist egal, brauchen wir nicht. Und jetzt LBN aus dem GS-Sensor mit dem Namen GS Greenhouse. Ach Quatsch. Nein, erzähle schon wieder Scheiße hier. R0 aus dem Gassensor mit dem Namen, oh, warte, Gas, GS-Sensor, ah, Mensch, Chrissy, so, Gassensor mit dem Namen GS.GH, den Logic Type Ratio Oxygen, die Summe. So, und damit wir jetzt prüfen können, ob das stimmt, setzen wir auf das Gehäuse. Ah, das geht, glaube ich, gar nicht. Man kann das, glaube ich, nicht ablesen am. Nee, man kann das nicht ablesen am Dings. Aber ist egal, wir brauchen wir ja nicht machen. Jetzt haben wir in Dings die Ratio Oxygen. So, und jetzt machen wir es ganz einfach. Store Greater Send. Nee, warte, Wir müssen ja ein bisschen, der soll ja nicht die ganze Zeit filtern. Obwohl, der kann die ganze Zeit filtern, ist ja egal. Also was heißt die ganze Zeit filtern? Wenn wir jetzt keine Hysterese einbauen, dann wird er bei 25,000001 Sauerstoff, wird der anfangen, einmal diesen Filter-Tick machen, geht dann gleich wieder aus. Und beim nächsten Tick, dann geht er wieder an. Ja, so. Und jetzt müsste man eigentlich eine Hysterese einbauen, dass man sagt, okay, wir machen 25%. Ist Max oder Min O2, wäre das ja im Prinzip. Das ist ja, sagen wir mal, Min O2. Und wir können zum Beispiel sagen, Max O2 wäre 0,3. 30% Sauerstoff. 20% reicht, glaube ich, nicht. Dann können wir nicht atmen. Sage ich jetzt einfach mal, ich habe es nicht getestet. 30% Sauerstoff. So. Und jetzt können wir ja sagen, wir machen das wieder nach der alten Manier. Ich weiß, es geht viel einfacher. Ich weiß, ihr könnt das in drei Zeilen schreiben. Ich weiß. Aber ich schreibe es immer so. Filter on.
und Filter off. Wir haben ja Platz auf dem Chip. Wir müssen das ja gar nicht so machen. So, dann machen wir jetzt SDB. Das ist ja der Chip selber, da es ja auf dem Chip läuft. Können wir das ja so machen. SDB on... Ach Quatsch, nee, Mode. Mode 1. Und dann machen wir Jump RA. So, das heißt, der Modus geht auf 1 und das ist dann SDB Mode 0 und dann Jump RA. Könnte hier noch was zwischenschreiben, aber brauchen wir eigentlich nicht. So, und jetzt machen wir hier ein jetzt müssen wir eine Verknüpfung machen. Jetzt müssen wir ja sagen, wann soll der Filter laufen? Der Filter soll laufen ab 25%, aber er soll laufen bis 30%. Ja. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Das ist immer geil, mit laufendem Spiel laut zu überlegen. Das finde ich immer nicht so geil. Ich habe jetzt das schon so lange nicht mehr gemacht, ey. Es gibt wahrscheinlich weitaus einfachere Lösungen als das, was ich hier gerade mache. Okay, also, wir wollen, dass der bei 5, das ist genau dasselbe mit dem Filter da draußen, mit der Klimaanlage, da habe ich es auch nicht hingekriegt. Aber ich bin halt auch ewig raus. Ja, das ist das Problem. Okay, also wenn R0 sozusagen unter 25% ist, dann sollen die ja gar nichts machen. Weil dann müssen die Pflanzen ja arbeiten. Müssen ja Sauerstoff produzieren. Das heißt, wir fragen erstmal ab, Store greater than R0, also was ist ja denn R1? Wenn R0 größer ist als Max O2, also wenn quasi wir mehr Sauerstoff, also wenn wir 30% erreichen oder mehr, dann wird R1 1. Oder wir können das ja auch anders machen. Wir machen das nicht mit Store greater than, wir machen das mit Branch greater than AL. So, also. Sonst können wir ja nicht zurückspringen mit JRA. Also Branch greater than AL. Wenn der Sauerstoff größer ist als 30%, dann wird R1 1. Quatsch. Blödsinn. Der Befehl ist doch hier falsch geschrieben. So. Ne? Wir springen zu Zeile C, wenn A größer B. Oder größer gleich müssten wir eigentlich machen. Da weiß ich aber jetzt nicht, welcher Befehl das ist. BGT, Branch greater than. Größer gleich gibt es nicht. Okay, dann machen wir BGTAL. Dann muss er größer sein. BGTAL, also wir springen zu Zeile C. Das können wir jetzt übrigens hier jetzt immer sehen. Das finde ich total geil. Dann muss man nämlich immer nachgucken. Das ist super cool gemacht, wenn A größer B. Genau. Also wenn R0... Also, wenn R0 größer ist als Max O2, dann springe bitte zu Filter on. Dann macht er den Modus an und dann filtert er. Dann springt er wieder hier hoch. Hier machen wir einen Jump Loop. Das heißt, er springt wieder hier hoch, er misst wieder. Ist der immer noch, also ist der immer noch über 30%, ist okay. Und jetzt machen wir mal mit ist gleich. Das ist, wäre dann Branch equal DAL. Gibt es den Befehl? Nee, warte, wie war denn der Befehl? Branch. Wir gucken mal bei Branch. Branch. Ich weiß die Befehle nicht aus dem Kopf. Ich weiß, ihr wisst die alle aus dem Kopf. Ihr wisst die alle. Ich weiß. Ich nicht. So. Float Epsilon. Ja. A ist gleich B. BEQ. Und das gibt es auch als AL. Genau. BEQAL. Ja, Branch Equal. Genau. Ja, hätte man ja selber drauf kommen können. So, also. Branch Equal AL. R0. Wenn R0 jetzt gleich Min O2 ist, dann springe zu Filter off. So, also, wir messen den Gas, wenn der Sauerstoffgehalt größer ist als 30%, dann soll er anfangen zu filtern. Dann ist diese Bedingung wahr, dann springt er hier runter zu Filter on, macht den an und springt hier wieder hoch. Und der ist natürlich immer noch nicht kleiner als
25%, also springt er wieder hoch zum Loop. So, wenn diese Bedingung nicht wahr ist, also wir sind nicht über 30% Sauerstoff. Oh, warte mal, wie ist denn das denn? Wenn wir nicht über 30% Sauerstoff, doch, na klar, doch, na klar. Wir sind ja größer als 30%. Genau. Ja, dann passt das. Okay, wir probieren das mal so, ob das so geht. Also ich mache immer wieder den Fehler, man muss immer mit dem, wenn man sowas runterregeln, wenn man etwas runterpumpen will, dann muss man immer mit dem Höheren, was man hat, anfangen, weil wie will man sonst runterpumpen? Ja, das funktioniert ja so nicht. Deswegen, da bin ich immer, da stelle ich mich immer doof an, aber ist egal. Wir kriegen das hin. So. Und wir brauchen jetzt natürlich noch einen Sensor, ist ja klar, weil sonst sagt der Shippy nämlich, er findet den Sensor nicht. Den müssen wir nämlich jetzt noch bauen. Und den hängen wir da mal noch mit rein. Der muss ja nur in dem Netzwerk sein. Wir haben ja einen Named-Sensor. Ja, ich glaube, wir haben noch keinen gebaut. Glaube ich nicht. Werden wir sehen. Struppen haben wir noch. Das ist okay. Und den hätte ich gerne hier hinten irgendwo. Damit der das auch wirklich hier hinten irgendwo misst, weil da hinten wird das ja wegfiltern und das wollen wir ja nicht. Also, ach, hier geht's ja nicht. Ja, müssen wir hier hin packen. So, und der kriegt jetzt noch eine Strippe. Und da wir ihn ja benannt haben, müssen wir ja auch keine Schraube reintun, sondern wir müssen uns jetzt nur noch mal daran erinnern, dass der, glaube ich, GSGH hieß. Aber die Frage ist, wie hieß der? GS.GH mit großen Buchstaben, alles klar. Ein Ding, GS.GH. Oh, warte. Wir müssen gucken, heißt der auch GS.GH? Der hat kleine Buchstaben, okay. Dann dürfen wir den nicht nehmen, dann nehmen wir den GSGH O2. Und wir haben einen Stormy. Sehr schön. Oh, Folge ist schon wieder vorbei. Alles klar, dann warte ich den Storm ab. Bis nächste Folge. Tschüss.